Willkommen zu den News am Freitag. Ja, wie ihr natürlich bemerkt, wieder sitzt der Waldi ein bisschen anders diesmal hier vor einem richtigen Schreibtisch und alles Mögliche. Das wird sich in der nächsten Ausgabe wahrscheinlich wieder ändern oder auch nicht. Mal abwarten. Ja, die Themen der Woche, beziehungsweise ja das große Top-Thema der Woche, war ja natürlich die Bundestagswahl, die am letzten Sonntag stattfand, inklusive der Hessenwahl. Da ist eigentlich nicht so viel Spektakuläres, obwohl dort auch natürlich groß die Koalitionsverhandlungen starten. Aber es geht natürlich darum, ob wir natürlich auch eine große Regierung kriegen. Das und natürlich noch andere Themen gibt es heute in der neuesten Ausgabe der News. Und beginnen wollen wir natürlich auch wieder mit Koalitionsverhandlungen. Heute am Freitag will die SPD in einem Parteikonvent entscheiden, ob sie natürlich in eine große Koalition mit der CDU, CSU gehen oder nicht. Denn man hat ja gesehen, die letzte große Koalition mit der SPD und dann natürlich dem schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl 2009 hat die SPD anscheinend immer noch nicht verkraftet. Nur ein paar Prozente sind dazugekommen. Und man hat natürlich wieder Angst, nach 4 Jahren wieder ein schlechtes Ergebnis rauszukriegen. Und deswegen berät man und man wartet ab. Aber laut dem neuesten Umfragen zufolge von der ARD, dem Deutschlandtrend, wollen 48% eine große Koalition haben. Natürlich ein großes Ergebnis. 18% sind sogar für eine schwarz-grüne Koalition, sprich CDU, CSU und mit den Bündnisgrünen. Und natürlich nur 16% Rot-Rot-Grün, sprich SPD, Linke und Grüne. Nur die SPD und die Grünen wollen nicht mit den Linken. Und die Linken versuchen natürlich jetzt alles Mögliche natürlich daraus zu kitzeln, damit es dann doch noch zu einer rot-rot-grünen Koalition kommt. Denn die CDU-CSU ist ja bei der Bundestagswahl nur für knappe eine Stunde, glaube ich, mit einer absoluten Mehrheit da gewesen. Es fehlen insgesamt, glaube ich, 5 Sitze im Bundestag für eine absolute Mehrheit. Also sprich, man muss einen Koalitionspartner finden, sonst wird das nichts und dann wird es wahrscheinlich zu Neuwahlen kommen. Denn wenn wirklich nichts davon funktionieren sollte, geht die CDU-CSU definitiv nicht in eine Minderheitsregierung, weil das würde nicht reichen, denn Rot-Rot-Grün hat im Bundestag eine absolute Mehrheit. Das würde reichen, aber warum wollen SPD und Grüne nicht mit den Linken? Weil die Linken angeblich ja nicht regierungsfähig sind. Aber davon macht euch mal selbst ein Bild. Viele meinen natürlich, mit den Linken kann man regieren. Das funktioniert schließlich auf Landesebene. Hat es natürlich schließlich bei einigen Bundesländern funktioniert und wird's und funktioniert auch immer noch. Aber man ist wohl wahrscheinlich dann doch eher für eine große Koalition. So auch unter den Unions- und SPD-Anhängern. Denn bei der Union sprechen sich alleine 62% mit einer großen Koalition aus. Bei der SPD nur 56%, aber deutlich mehr als man gedacht hat. Denn man kann wohl gut mit der CDU, aber schlecht mit der Linken. Aber das wird man natürlich dementsprechend sehen. Und 470.000 Mitglieder sollen nun darüber entscheiden. Aber der nächste Parteitag ist erst am 14. November. Und laut dem Grundgesetz heißt es, dass der neue konstitutionelle Bundestag, also der neue Bundestag besser gesagt, erst schon in einem Monat wieder da sein soll. Sprich am 22. Quatsch, am, wann war die Wahl? 22. Oktober schon, spätestens, beziehungsweise 21. Oktober, also einen Monat nach der Bundestagswahl, da müsste dann eigentlich schon eine Regierung stehen. Unwahrscheinlich, dass es eine Minderheitsregierung geben wird, weder noch für Rot-Grün, weder noch für eine Regierung mit CDU, CSU, nur, also sprich nur die Union, wird es nicht geben. Und das schließe ich auch dementsprechend aus, denn meine Prognose ist auch noch zu 90% eine große Koalition. Und wenn es wirklich zu einer großen Überraschung kommt, erfährt es ihr natürlich hier bei DERCHO-TV. Natürlich rollten auch in dieser Woche die Köpfe, nicht bei der Union und auch nicht bei der SPD, sondern eher bei den kleineren Parteien, sprich bei der FDP, die ja komplett aus dem Bundestag rausgeflogen ist, und bei den Grünen. Bei den Grünen ist es so, dass dort die Führungsspitze, die Parteiführung komplett neu gewählt werden soll bei dem nächsten Parteitag. Und selbst auch in der bei der Bundestagsfraktion soll die Führung, aua, tut weh, neu gewählt werden. Und dementsprechend will Katrin Göring-Eckardt, die ehemalige Spitzenkandidatin von den Grünen, nun als
Partei, ach Quatsch, als Partei, sage ich schon, als Fraktionsvorsitzende kandidieren. Und zurückgetreten sind dementsprechend auch Claudia Roth. Claudia Roth wird auch bei der Neuwahl der Parteiführung nicht antreten. Cem Özdemir schon. Jürgen Trittin und Renate Künast sind als Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag zurückgetreten. Und damit dementsprechend die Konsequenz gezogen aus dem schlechten Wahlergebnis. Man hat gesagt, die Grünen sind eine Verbotspartei, eine Steuererhöhungspartei, eine böse Partei. Ganz einfach. Deswegen auch das schlechte Abschneiden der Grünen im Bund. Ja, bei der FDP ist es ja der noch schlimmer, denn mit knappen 4,5% oder so, also weniger als 5%, das ist ja die Hürde, die man bezwingen muss, um in den Bundestag zu kommen, ist die FDP gezwungen, nun die APO zu spielen, die außerparlamentarische Opposition. In den Länderkammern, in den jeweiligen Bundesländern sind sie entweder als Opposition, ich glaube nur Opposition im Moment vertreten, und selbst natürlich, auch wenn man in Bayern rausgeflogen ist, muss man halt natürlich dann auf die Straße gehen, beziehungsweise dann mit den anderen Ländern, wo die FDP noch im Landtag ist, noch derweil mitarbeiten. Und derweil rollten dort ja auch viele Köpfe. Brüderle und Rösler haben die politische Verantwortung genommen, beide zurückgetreten. Brüderle zieht sich komplett zurück und Rösler tritt auch zurück als Parteichef. Im Übrigen haben auch die beiden, die ich erwähnt habe, auch ihre Facebook-Like-Seiten gelöscht. Also von denen wird man wahrscheinlich in naher Zukunft nichts mehr hören. Auch hoffentlich gar nichts mehr von Rainer Brüderle. Aber er hat gesagt, er steht der FDP noch zu Rat an der Seite. Das Ganze soll natürlich dann als Nachfolger für den Parteivorsitz soll Christian Lindner machen und Wolfgang Kubicki. Wolfgang Kubicki hat dann noch angeblich, glaube ich, gesagt, ob es bestätigt ist, das weiß ich jetzt nicht, dass er Generalsekretär der CDU, ach, der FDP werden will, der CDU, na, lustig. Und das Ganze muss dann halt natürlich dann bei einem nächsten Parteitag nun gemacht werden. Problem ist halt natürlich, mit dem Ausscheiden aus dem Bundestag gibt es weniger Gelder für die FDP. Und es wird dann halt natürlich etwas schwerer, aber man bemüht sich drum. Und mit dem Ausscheiden aus dem Bundestag stehen auch 600 Jobs nun auf der Kippe, beziehungsweise definitiv. Und viele haben natürlich auf den sozialen Netzwerken dermaßen viele Witze geschrieben, unter anderem, was hat ein Smart und FDP gemeinsam oder so. Ein Smart hat zwei Sitze oder so. Ich habe keine Ahnung. Den Witz habe ich am Wahlabend so oft gehört oder gelesen, besser gesagt. Konnte ich gar nicht mehr antun. Also die FDP hat mir da nicht leid getan, aber ich konnte mir den Witz schon nicht mehr antun. Aber dass sie jetzt außerparlamentarische Opposition sind, damit muss die FDP nun die nächsten 4 Jahre leben. Aber es gibt ja noch die Länderparlamente. Dort, wo die FDP noch jeweils vertreten sind. Ich glaube, in keiner Regierung ist schwarz, also ist die FDP noch. Ich glaube schon, aber ich glaube noch, wo, weiß ich nicht. Aber ihr könnt es in die Kommentare reinschreiben, wo die FDP noch in den jeweiligen Länderparlamenten, sprich in den Bundesländern, noch in einer Regierung steckt. Aber man hat Schwarz-Gelb ja abgewählt und das ist halt natürlich bitter. Wie es natürlich mit der FDP weitergehen wird, das werden wir wohl wahrscheinlich noch in den nächsten Wochen und Monaten hören. Aber eins steht fest, im Bundestag werden wir die FDP vorerst mal nicht sehen. Ja, von Politik rüber zum Sport. Und dort gab es für den HSV eine große Neuerung, und zwar nämlich in Sachen Trainer. Nachdem man sich ja letzte Woche von Trainer Thorsten Fink sich getrennt hat, hat man nun einen neuen Trainer. Und das ist nämlich der ehemalige Trainer der niederländischen Nationalmannschaft, Bert van Marwijk. Er ist nun seit dieser Woche Trainer beim Hamburger Sportverein. Ein bestimmter Hamburger Spieler kennt ihn nämlich sehr gut. Raphael van der Vaart unter anderem, meinte ich, der mit ihm ja bei der WM 2010 den Vize-Weltmeistertitel geholt hat. Van Marwijk erhält einen Vertrag bis 2015 und erhält jährlich 1,5 Millionen Euro Lohn. Und wenn wir natürlich sehen, ob Bert van Marwijk nun Hannover, sag ich schon, Hamburg aus der Krise rettet und natürlich dann wieder mal einen gescheiten Spiel, ja, ein gescheites, ja, einen gescheiten Tabellenplatz, das wollte ich sagen, holen wird. Und das werden wir dementsprechend dann sehen beim nächsten Spiel am kommenden Wochenende. Aber natürlich geht die Saison noch sehr lange.
Kommen wir zur Deutschen Bahn und die werden wohl wahrscheinlich tief in die Tasche greifen müssen, wenn es Streiks geben sollte oder sogar Unwettergefahren, sprich dort dann, wenn die Züge ausfallen. Selbst bei höherer Gewalt, selbst wenn die Bahn, wenn es nicht aus Natur gemacht wurde, sprich keine Unwetter, sondern auch bei Streiks, haben Bahnreisende Anspruch auf Entschädigung für Verspätungen von bis zu 2 Stunden. Haben die Reisenden ein Recht auf Erstattung von mindestens ein Viertel ihres Fahrpreises. Also sprich, fällt euer Zug 2 Stunden, also bis zu 2 Stunden aus, kriegt ihr ein Viertel des Fahrpreises zurück. Sollten es ab 2 Stunden und mehr sein, sogar die Hälfte. Also es ist schon wirklich was Gutes, was der Europäische Gerichtshof in Luxemburg diese Woche entschieden hat. Das Ganze gilt nicht für den Flug-, Schiffs- und Busverkehr. Also sprich, falls euer Flug sich verspäten sollte, habt ihr Pech gehabt, dann kriegt ihr halt den Preis nicht erstattet zur Hälfte oder ein Viertel. Da ist es halt dann etwas anders. Da muss man dann halt mal gucken. Da gibt es halt die dementsprechende Versicherung. Beim Schiffsverkehr glaube ich auch. Nur beim Busverkehr eher nicht. Das kenne ich ja von den normalen Busbetrieben hier. Dass es halt nicht so sein sollte. Dass es halt nicht dazu kommt, dass wenn 1 Stunde Verspätung heißt, dass dann direkt ein Viertel des Fahrpreises man dann zurückkriegt. Außer man hat ein Abo. Dann gibt es ein kleines Problem. Das kriegt man dann nicht erstattet. Vielleicht ein bisschen Bonus oder so. Mal gucken. Naja, so viel dann auch zu dieser Sache. Wie findet ihr das eigentlich? Das würde ich mal gerne wissen. Das ist mal meine Frage der Woche. Bahnentschädigung auch bei Unwetter, sprich bei 2 Stunden und mehr kriegt ihr ein Viertel bis zur Hälfte des Preises. Rückerstattet. Wie findet ihr das? Alles in die Kommentare. Und die letzte News für heute betrifft den Bundesvision Song Contest. Er fand gestern statt. Dort haben wieder 16 Bundesländer ihr musikalisches Können auf Deutsch beweisen können. Und gewonnen hat Niedersachsen mit dem Interpreten Bosse. Falls ich den auch richtig geschrieben habe. Wenn nicht, korrigiert mich bitte. Also ich habe nur geguckt, wer gewonnen hat, wie der Interpret hieß und fertig. Aber er hieß Bosse anscheinend. Nur mit den Quoten läuft es nicht gut. Beim ersten Bundesvision Song Contest 2005 waren es noch sehr viele, jetzt aber dann nicht mehr. Bei der Zielgruppe, die ja bei der werberelevanten Zielgruppe 14- bis 49-Jährigen haben knapp über 1 Million zugeschaut. 11,5% Marktanteil. Da, bei den ganz Jüngeren, sprich bei den sehr Jüngeren, also sprich von 14 bis, ich habe es jetzt auch vergessen, da lag der Marktanteil sogar bei 30%, aber nicht so gut wie sonst. Wenn wir mal sehen, was der Eurovision Song Contest 2014 bringen wird, der wird definitiv, glaube ich, in Hannover stattfinden. Wer nicht weiß, was der Bundesvision Song Contest ist, es ist quasi so eine Art Abklatsch vom Eurovision Song Contest, nur mit einer Besserung. Es sind 16 Länder, Bundesländer und man kann sogar für sein eigenes Land anrufen, was ja beim Eurovision Song Contest nicht möglich ist. Ja, sonst hätten wir uns immer 12 Punkte gegeben. Und dann würden wir besser dastehen als sonst. Naja, dementsprechend ist es ja auch egal. So viel auch zu den News von dieser Woche. Wie schon gesagt, dass sich jetzt wieder hier die Kulisse geändert hat und blau und alles hat einfach damit zu tun, dass ich was vorhabe. Und ja, dementsprechend mir das jetzt von letzter Woche nicht so gefallen hat. Ich sitze jetzt auch wieder, aber so einfach lecker locker zu sitzen ist eigentlich auch gut. Anstatt dann so da zu sitzen und dann so die Dingens da zu haben und dann immer so zu gucken und bla, habe ich auch keine Lust. Deswegen mal diese Methode, die mir glaube ich auch besser gefällt anscheinend. Und nächste Woche Freitag gibt es wieder News. Hoffentlich, wenn nicht, alle Infos wie immer auf Facebook, Twitter und natürlich auf derchotv.wordpress.com. Auf diese Seite weise ich euch glaube gerne darauf hin. Sollte es dazu kommen, dass heute kein Let's Play Fly for Fun kommt, reiche ich das am Sonntag oder am Montag nach. Nur so kurz gesagt. Falls ich mich nicht daran erinnern sollte, schreibt mir eine E-Mail, damit ich das dann noch weiß, aber ich werde es mir noch aufschreiben. Wünsche euch noch was und bis nächste Woche, Freitag. Tschüss.